Liebe Leute, einen Riesenapplaus. Heißt ihn herzlich willkommen. Hier kommt für eures Berlin Nikolai Binner. Moin Hamburg, geil hier zu sein. Ich stelle mich mal vor, ich komme aus Berlin und vor 3 Jahren war ich richtig pleite. Und weil ich hatte nur einen Minijob und irgendwann dachte ich mir, weißt du was, scheiß drauf, ich folge jetzt zu meinen Träumen. Habe ich meinen alten Job gekündigt, ja, habe angefangen meine Träume zu leben, ja, habe angefangen mit Stand-Up-Comedy. Und jetzt bin ich obdachlos, Alter. Habe auch vor ein paar Wochen mein gesamtes Vermögen verloren, richtig dumme Pan. Und zwar, ich habe im Lidl beim Pfandautomat aus Versehen auf Spenden gedrückt, Alter. Habt ihr schon mal versucht, euch nicht wie ein richtig schlechter Mensch zu fühlen, während ihr eine Spende reklamiert? So, als ich da gerade was Gutes getan habe, das war ein Außersehen. Können Sie mir mein Geld zurückgeben? Danke. Das sind die kleinen Sachen, die nerven, wenn man keine Kohle hat. Meine Kumpels machen Netflix und Chill. Die haben Geld für Netflix-Accounts, laden sich Dates nach Hause ein, schauen einen Film. Mega geil. Wenn ich ein Date nach Hause hole, wir machen ARD und Chill. Weil ich zahle 20 Euro GZ-Gebühren, dann wird der Scheiß auch genutzt. So, was, Baby, du willst Haus des Geldes schauen? Komm, scheiß drauf, ich hab was Besseres. Wir schauen Börse vor 8. Ja. Börse vor 8, da werden sie richtig heiß. Da gehen nicht nur die Kurse hoch. Da wird der DAX zum Frechdachs hier. Ja. Ihr seid ein hübsches Publikum. Auch hübsche Frauen hier. Ich muss sagen, ich finde schöne Frauen gruselig. Weil ich werde nervös. Jedes Mal, wenn ich mit einer schönen Frau rede, verhalte ich mich wie eine Frau, die mit einem schönen Typ redet. Ich stehe dann so da so, und was machst du hier so? So, ich habe hier nicht mal Haare, ich drehe einfach nur meinen Finger in der Luft, Alter. Deswegen, jedes Mal, wenn ich eine schöne Frau sehe, die ich ansprechen will, denke ich mir nur so, Alter, hoffentlich hat sie psychische Probleme. Dass ich sie einfach so mega leicht beeindrucken kann. Mit irgendeinem Schwachsinn, so, ja, Baby, ich bin ein aktives Spendenmitglied beim Lidl-Pfandautomat. Das war auch früher so mein Beuteschema, wenn ich in Clubs gegangen bin. Ich habe immer nach Mädels Ausschau gehalten, die so offensichtlich einen an der Waffel haben. Und ich habe sie immer gefunden. So, ich bin auf einer 30er-Jahre-Motto-Party und sie war die Einzige, die sich verkleidet hat als USB-Stick. Und sie sitzt allein an der Bar, lacht komplett manisch vor sich hin, während sie sich selber K.O.-Tropfen ins Getränk tut. Und ich gucke mir die an und denke mir, oh, die ist es. Oh, die hat richtig Probleme. Ich wette, die hat ein Katzenklo zu Hause. Aber keine Katze. Ich habe jetzt sehr lang dich angeguckt. Geht's dir gut, ja? Ja, ja, dir geht's gut, ja. Schade. Aber das Ding ist, ihr dürft euch komisch verhalten. Hübsche Frauen dürfen sich komisch verhalten. Als Typ kannst du es komplett vergessen. Geh mal auf ein Date als Typ, verhalte dich ein bisschen komisch. Date ist nach 2 Minuten vorbei. Da reicht nur so ein leicht unselbstbewusster Moment, ein komisches Lachen, dass du irgendwie so... Sie denkt sich direkt, oh, was ist das für ein Freak, Alter? Aber hübsche Frauen dürfen alles. Eine hübsche Frau könnte mir auf dem Date erzählen, ja, also einmal die Woche kriege ich einen psychotischen Anfall, wo ich meinen Kopf richtig fest gegen die Wand hämme und ich würde nur so interessierte Fragen stellen, so, oh, ist das nicht gesundheitsschädlich? Und macht das nicht Flecken? Hast du eine Raufasertapete? Und machst du das nach 22 Uhr? Ist das nicht Lärmbelästigung? Zu dir oder zu mir? Sie könnte alle 3 Sekunden ein komplett dämliches Geräusch machen. Ich würde es komplett übergehen. Ich würde so tun, als würde es gar nicht passieren. So, ja, ich war gestern mit einer Freundin beim Alexanderplatz und... Und ich würde nur fragen, ja, was ging ab beim Alexanderplatz? Erzähl mir mehr davon. Ich weiß, euch fällt es schwer zu glauben, aber ich bin schon seit ein paar Jahren Single. Und mir ist so aufgefallen, es klingt wie Klischee, aber es ist wirklich so als Typ. Je länger du Single bist, desto krasser sinken deine Ansprüche. Und Mädels, ich habe was Interessantes beobachtet. Bei euch ist es interessanterweise genau umgekehrt. Also je länger ihr Single seid, desto höher werden eure Ansprüche daran, wie perfekt der Typ zu sein hat. So eine Frau, die so 2 Jahre lang Single ist, wird dir sagen, ja, er sollte so ein liebevoller,
einfühlsamer Straßenkämpfer sein. Ihr wollt so zwei Typen in einer Person. So den einen findest du im Knast und den anderen in so einem Wohnheim für lesbische Poetry Slammer. Frag mal einen Typ nach 2 Jahren, was seine Ansprüche sind. Der wird sagen, Digga, ich fänd's geil, wenn sie eine Wirbelsäule hatte. So eine liebliche Kombi aus Knochenmark und Wirbelsäule. Bruder, was, wenn sie richtig heiß ist und keine Wirbelsäule hat? Oh, du machst es mir nicht leicht, du machst es mir nicht leicht. Reden wir über Oralverkehr. Also Mädels, guck mal, ich kann nicht für alle Typen sprechen, aber wir lecken gerne. Ja? Weil ich meine, man kriegt ja auch meist was zurück. Irgendwie Sex, Blowjob, Geld, irgendwas. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, da wäre es cool, wenn ihr euch mal ein bisschen mäßigt. Und zwar immer so in den letzten 2 Minuten, kurz bevor ihr kommt, machen das irgendwie fast alle Frauen, dass sie dann deinen Kopf nehmen und ihr drückt uns da rein und macht so einen Frühjahrsputz mit unserer Zunge. Es fehlt nur noch, dass wir so ein Geräusch machen, so. Und falls ihr euch mal die Frage gestellt habt, nein, wir kriegen keine Luft. Ich bin da unten, du hast eine gute Zeit, ich bin da unten, ich trage deine Muschel wie so eine Gasmaske auf den Mund. Ja? Du bist kurz vorm Kommen, du bist so, oh Gott, ich bin da unten, mach so. Hätte ich jetzt noch so einen Geigerzähler dabei, könnten wir so ein Pornoset am Tschernobyl-Reaktor neu vertonen. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist Gleichstand, ja? Weil unser ist euer. Leute, das war meine Zeit, ihr wart Hammer. Mein Name ist Nikolai Binner, danke. Liebe Leute, Nikolai Binner!